Hallo und herzlich willkommen auf drohne-check.de. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und drück auf jeden Fall auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch heute die besten Drohnen unter 100 Euro vorstellen. Das Ganze sind natürlich Einsteigerdrohnen und haben dementsprechend nicht ganz so viele technische Features und die Foto- und Videoqualität ist dementsprechend auch nicht so gut oder vergleichbar mit höherpreisigen Drohnen wie zum Beispiel der DJI Mini 2 oder noch teureren Drohnen. Trotzdem möchte ich euch die besten Anfängerdrohnen vorstellen, die ich auf meinem YouTube-Kanal getestet habe. Es gibt auch ein Ranking, ihr erfahrt also sozusagen, welche Drohne auf Platz 1 landet und ihr findet zu jeder vorgestellten Drohne einen ausführlichen Testbericht auf meinem YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung unter dem Video. Dort findet ihr natürlich auch Links, wo ihr die Drohnen bei meinen Partnershops kaufen könnt und dort einen sehr, sehr guten Preis bekommt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video bei eurer Kaufentscheidung, wenn ihr gerade eine Drohne für unter 100 Euro sucht, hilft. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Das Design der Shein E58 Drohne ist an die Mavic Pro Serie angelehnt, wie wir hier bei diesen Aufnahmen sehen können. Die E58 ist natürlich deutlich kleiner als die Mavic 2 Pro oder die Mavic Pro und bringt nur einen Bruchteil der technischen Features mit. Dennoch gehört sie zu den guten Einsteigerdrohnen. Der Quadrocopter ist unter anderem faltbar, wir können in die Drohne eine SD-Karte einsetzen, sodass Fotos und Videos direkt auf der Karte ohne Qualitätsverlust abgespeichert werden. Videos werden im HD-Format mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel aufgenommen. Die Kamera der Drohne müssen wir händisch, also manuell, nach oben oder unten stellen. Wenn die Drohne in der Luft einmal ordentlich kalibriert ist, kann sich das Flugverhalten auf jeden Fall sehen lassen. Gerade Einsteigerpiloten können mit dieser Drohne sehr einfach und entspannt das Fliegen lernen. Wir können zum Beispiel einen Droney simulieren, also die Drohne fliegt dann sozusagen ein Stück von uns weg und steigt dabei in der Höhe. Oder wir können die Drohne um uns kreisen lassen. All das können wir mit der Drohne testen. Die Drohne besitzt insgesamt 3 unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, sodass wir auch ein etwas schnelleres Fliegen austesten können. Falls du wissen möchtest, wo du die Drohne zu einem günstigen Preis kaufen kannst, klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Da gelangst du zu meinem Partnershop und dort findest du einen sehr guten Preis für die Shein E58. Die Rise Tello Drohne besitzt ein unglaublich gutes Flugverhalten, weil unter anderem technische Komponenten von DJI in der Drohne drinstecken. Die Rise Tello besitzt kein GPS, aber einen Unterbodensensor, der für ein stabiles Flugverhalten in der Luft sorgt, auch bei stärkerem Wind. Darüber hinaus besitzt die Drohne 2 unterschiedliche Geschwindigkeitsfunktionen, schnell und langsam, und wir können mit der Drohne auch wirklich ordentlich Gas geben. Eine der schnellsten Einsteigerdrohnen, die es auf dem Markt zu kaufen gibt. Die Rise Tello Drohne bringt viele verschiedene smarte Flugfunktionen mit. Wir können die Drohne zum Beispiel in der Luft flippen, die Drohne kann einen kleinen Droney sozusagen durchführen, also die Drohne entfernt sich von uns und steigt dabei in der Höhe, sowie noch einige weitere smarte Flugfunktionen. Die Qualität der Fotos und Videos kann sich für eine Einsteigerdrohne in dieser Preisklasse auf jeden Fall sehen lassen. Gute Qualität bei Fotos und Videos. Wenn ihr die Rise Tello Drohne kaufen wollt, findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Da gelangt ihr zu meinem Partnershop und dort bekommt ihr einen sehr günstigen Preis für diesen Quadrocopter. Die Shein Wingo Drohne ist unser Testsieger im Bereich Drohnen unter 100 Euro. Die Foto- und Videoqualität ist für eine Drohne dieser Preisklasse außergewöhnlich. Darüber hinaus bringt die Drohne viele smarte Flugfunktionen, unter anderem einen Follow-Me-Modus mit. Einen Follow-Me-Modus haben wir noch nicht mal bei der DJI Mini 2. Fotos werden mit einer Auflösung von 4K und Videos mit einer Auflösung von Full HD aufgenommen. Außerdem werden alle Fotos und Videos auf eine SD-Karte abgespeichert, sodass es keinen Qualitätsverlust gibt. Da die Drohne GPS besitzt, steht der Quadrocopter wie angemeißelt in der Luft, wie ihr hier sehen könnt. Auch stärkeren Windböen hält die kleine Superdrohne stand. Ich bin mit dem Flugverhalten dieser Drohne wirklich rundum zufrieden. Eine der besten Einsteigerdrohnen, die es derzeit noch auf dem Markt zu kaufen gibt. Weiterhin bringt die Drohne viele coole Funktionen mit, wie zum Beispiel eine Gestensteuerung, die in der Praxis einwandfrei funktioniert, wie ihr hier bei diesen Aufnahmen sehen könnt. Ihr könnt mit der Gestensteuerung ein Foto aufnehmen oder eine Videoaufnahme starten und stoppen. Darüber hinaus besitzt die kleine Wunderdrohne sogar eine Follow-Me-Funktion. Diese finden wir noch nicht mal bei der DJI Mini 2 vor. Eine automatische Return-to-Home-Funktion, die die Drohne zum Startpunkt zurückbringt, runden das Gesamtpaket dieser Einsteigerdrohne ab. Ihr findet natürlich einen Link in der Videobeschreibung unter dem Video. Da gelangt ihr zu meinem Partnershop und dort bekommt ihr einen sehr guten Preis für diese Drohne.
Wie ihr gesehen habt, ist die Shein Wingo Drohne meiner Meinung nach die beste Einsteigerdrohne für einen Preis von unter 100 Euro. Das liegt vor allem daran, dass die Drohne Videos in Full HD aufnehmen kann, zwar ohne Gimbal, aber die Videoqualität entspricht auf jeden Fall mittelmäßigem Full HD. Und die Drohne bringt eine Follow-Me-Funktion mit, die in der Praxis sogar relativ gut funktioniert. Das finden wir also nicht mal bei der Rice Tello Drohne vor, die auf Platz 2 gelandet ist. Dementsprechend ist diese Drohne mein Testsieger für Drohnen unter 100 Euro. Was denkst du, was ist deiner Meinung nach die beste Drohne oder sollte ich auf jeden Fall in meinem Ranking noch zusätzlich aufnehmen? Schreib es mir gerne in die Kommentare unterhalb des Videos hin. Ich freue mich auf eine rege Diskussion. Wenn du natürlich Fragen hast, lass mir ebenfalls gerne einen Kommentar da unterhalb des Videos. Ich helfe dir sehr gern weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, meinen Kanal abonnierst und ganz, ganz wichtig, drück auf jeden Fall auf die Glocke, damit du auch eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank dafür. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und sag ciao, bis zum nächsten Mal.